das ist mir eine Freude, dass du hier heute bei uns bist und dass wir dir dieses Berliner Gespräch einerseits ausrichten dürfen, aber dass wir alle gemeinsam durch dieses Berliner Gespräch auch ein bisschen wieder auf Töpferkurs gelangen. Und ob das um das Klima geht, ob es um die soziale Entwicklung ging, ob es um die Welternährung geht, das alles sind die Themen, die Klaus Töpfer nicht nur seit Jahren umtreiben, sondern die er persönlich auch immer wieder angetrieben hat, damit wir weitergekommen sind. Also zunächst mal will ich all die Sorgen nehmen, die da aufkommen können. Ich bin mir bewusst, dass ich 80 bin und dass ich nicht große Schwerpunkte noch zu bewegen habe. Für mich war das heute Abend eine ganz große persönliche Freude, weil Klaus Töpfer mein erster Chef war. Ich lange auch mit ihm im Saarland zusammen Politik gemacht habe, viel von ihm gelernt habe. Und heute ist, glaube ich, diese Veranstaltung nochmal deutlich geworden, was wir als Christdemokratinnen und Christdemokraten ihm auch politisch zu verdanken haben. Ich glaube auch, die CDU muss intensiv daran arbeiten, sich nicht nur in einem wie auch immer gearteten, von wem auch immer mit ausgelösten und gesteuerten Sog ziehen zu lassen, sondern selbstbewusst hinzugehen und sagen, wir gestalten Zukunft. Nicht irgendjemand in der Anonymität der Finanzmärkte, in der Anonymität der technologischen Entwicklung. Es ist auch hoch notwendig, dass wir über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, über unsere ganz persönliche Verantwortung nachdenken. Das hat sehr viel mit dem CEM-Parteiennamen, mit dem Menschenbild zu tun. Und deswegen ist das eine der großen Aufgaben, die wir jetzt auch im Grundsatzprogrammprozess vor uns haben. Ich glaube, es war wirklich für mich eine Freude und eine Ehre und für anderen vielleicht auch ein ganz interessanter Abend. Und alles Gute in den weiteren Jahren.